Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mal nicht um einen Money-Glitch, einen Kleidungs-Glitch oder sonstigen Glitch. Nein, leider nicht. Nein, heute geht es um ein Informationsvideo über meinem Kanal. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass in letzter Zeit nicht ganz so viele Videos kamen. Und Leute, ja, ich möchte erklären, warum, weshalb, wieso. Und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, dass ich ein neues Kanaldesign habe. Und ja, Leute, auf der PlayStation habe ich es noch nicht geändert, aber kommt auch noch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Kanaldesign findet, ob ihr es scheiße findet, ob ihr das vorherige besser fandet und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal erstmal an. Warum kam keine Videos? Naja, Leute, ihr habt ja mal damals gefragt, ob ich mal livestreamen könnte. Und ja, Leute, ich habe damals auch manchmal Livestreams gemacht, aber eher selten, muss ich natürlich sagen. Ich habe Livestreams recht ungern gemacht in meiner Umgebung damals. Und Leute, ihr habt natürlich immer weiter gefragt, wann streamst du mal wieder? Streamst du jetzt vielleicht demnächst mal wieder? Stream doch mal bitte. Und was weiß ich, ne? Und ich habe mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht, habe gesagt, okay, manche von euch wollen, dass ich streame, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mitzocken könnt. Und dann habe ich überlegt, wie ich das Ganze anstellen kann. Und naja, Leute, ich habe mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht. Und ich habe da auch geschaut, wie man das machen könnte. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir direkt neue Sachen geholt. Also ich habe mir gedacht, okay, Livestream mache ich jetzt. Aber ich möchte das da richtig angehen. Das bedeutet, ich möchte nicht einfach irgendwie so einen Livestream machen, der so halbmäßig qualitativ ist, weil das ist einfach blöd. Das macht mir keinen Spaß, das macht euch keinen Spaß, bringt einfach gar nichts. Deswegen habe ich gedacht, okay, wie kann man qualitativ hochwertigen Stream machen? Das Erste, was ich finde, was einen guten Stream ausmacht, ist natürlich, wenn man den Streamer wirklich zuschauen kann, wie er zockt, dass man den wirklich so praktisch sehen kann. Also wirklich so, ich will jetzt nicht sagen Facecam, aber sowas in der Richtung habe ich mir gedacht. Und deswegen, Leute, haltet eure Augen zu, jetzt wird's hässlich. Ja, ne? Das bin ich, ne? Tada! Und ja, zum Beispiel habe ich mir ein Greenscreen zum Beispiel zugelegt, dass ich mich jetzt hier zeigen kann, wenn ich hier zocke, ne? Also das geht hier schon und ihr seht schon, ne? Mein Licht wird unsichtbar. Ja, das ist mein Greenscreen. Damit werde ich auf jeden Fall mit einem Livestream zocken. Aber natürlich wird das nicht das Einzige sein, was ich jetzt hier neu habe. Natürlich habe ich mir überlegt, was kann ich denn livestreamen? Es kann natürlich sein, dass ich hier GTA streame, also sehr wahrscheinlich natürlich, ne, dass ich hier GTA streamen werde. Aber andererseits werde ich natürlich auch zum Beispiel Rocket League streamen. Das kann natürlich auch mal passieren, beziehungsweise wird auch passieren. Aber es muss natürlich auch nicht immer Rocket League sein. Es kann auch mal was anderes sein. Es kann zum Beispiel auch Minecraft sein. Ne? Hier zum Beispiel, dass ich jetzt hier ein bisschen Minecraft zocke, das natürlich auch auf dem PC. Ihr seht es gerade bei der Maus hier, ne, dann spielen wir hier auch irgendwelchen Online-Server, kann auch mal sein, aber es muss natürlich auch nicht immer Minecraft sein, ne, das muss es nicht sein. Es kann auch sein, dass es zum Beispiel mal Rocket League sein kann. Natürlich hatte ich gerade eben auch Rocket League gesagt, aber Leute, das hier ist auf dem PC. Rocket League wird sehr wahrscheinlich auf dem PC gezockt werden. Okay, Leute, ist kein so, oh mein Gott, warum macht er das? Er ist auch PS4-Spieler. Nein, keine Sorge, das hier ist mein PS4-Account. Den habe ich noch auf dem PC übertragen. Dank dem neuesten Update von Rocket League geht das jetzt. Aber Leute, ich bin offen für Vorschläge, was ihr gerne sehen möchtet. Was ich mir auch schon mal angeschaut hatte, war zum Beispiel Fall Guys. Oder Fall Guy heißt das, glaube ich. Sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Das scheint auch recht interessant zu sein. Ich habe mir das auch ein paar Videos dazu angeschaut und das schaut ja wirklich lustig aus. Und wenn ihr sagt, ey, ich möchte, dass du das streamst, ich möchte das mit dir zocken, ich möchte das einfach mal sehen, weil es lustig ist, dann schreibt es mir, Leute, und ich werde es mir dann wahrscheinlich auch holen. Weil so teuer ist es auch nicht. Und ich meine, im Gegensatz, was ich mir ja hier angeschafft habe, es sind 10 Euro für ein Spiel jetzt auch nicht die Welt. Ja, aber generell könnt ihr auch noch eigene Wünsche äußern, was ihr gerne sehen möchtet für einen Livestream. Wann ist denn so ein Livestream mal geplant? So ein Livestream ist Ende Oktober geplant, weil ich hier noch ein paar Sachen einstellen muss. Was heißt hier noch ein paar Sachen? Naja, Leute, ich muss hier noch ein paar Sachen einstellen. Ich habe hier zum Beispiel mein Stream Deck, ne, ich habe mir auch ein Stream Deck geholt, muss ich noch fertig konfigurieren. Ich muss noch so ein paar andere Sachen in mein Programm hier einstellen. Das dauert tatsächlich ein bisschen länger, wenn man das Ganze richtig machen möchte. Und ja, Leute, ihr denkt so, ach, stream doch jetzt schon.
Nein, ich möchte das erst alles fertig haben, damit das qualitativ hochwertig ist. Klar, man sollte es auch nicht am Anfang zu übernehmen, aber Leute, ich möchte das mit der guten Qualität hier machen. Deswegen, Ende Oktober wird der Stream starten. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wann, weil ich muss auch schauen, wie ich das Ganze mit meinem Studium zusammenbringen kann. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Die neuesten Termine für den Livestream werden dann auf meinem YouTube-Kanal angezeigt. Und zwar zeige ich euch das jetzt einfach mal hier. Ihr seht das hier, meinen YouTube-Kanal. Hier habt ihr so einen Reiter Livestream. Dieser Reiter Livestream wird natürlich euch anzeigen, wann ich Livestream werde. Da werde ich immer die neuesten Termine raushauen, zum Beispiel, keine Ahnung, Dienstag, da um 19 Uhr fängt es an. Also, ne, dass ihr es ungefähr vorstellen könnt. Ich werde auch dort zum Beispiel auch Termine canceln, wenn ich privatlich das einfach nicht schaffen werde, da was zu machen. Und ihr seht schon, weiß auf weiß im Greenscreen ist nicht ganz so toll, aber ist jetzt generell auch egal. Ja, deswegen schaut hier aber auf meinem YouTube-Kanal, wann der nächste Livestream ist. Und Leute, ihr könnt auch schon mal auf meinen Twitch-Kanal gehen. Das würde mich auf jeden Fall mal mega freuen, wenn ihr das machen könntet. Ne, ihr habt ja gesehen, wie ich ihn gerade geöffnet habe. Und mich ja schon mal abonnieren. Ja, ich meine, es wäre doch lustig, wenn ich doch mal, ja, so ein, zwei Abonnenten hätte, ohne dass ich jemals mal gelivestreamt habe. Gerade sind die Followerzahl, ja, sehr gering. Ja. Aber ist ja normal, ist ja erst gerade angefangen. Deswegen abonniert das doch schon mal. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich würde sagen, das war es eigentlich schon mit den ganzen Informationen. Videos, so wie sie jetzt kamen, werden auch immer natürlich weiterkommen. Aber Livestream wird dazukommen. Deswegen hoffe ich, dass ihr dabei seid. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr beim Livestream dabei seid. Aber Leute, ich bin jetzt mal raus. Euer Wombat. Ciao.